Kind des Töpfers jüngster Sohn, geformt aus meiner Väter Ton, durch meine Mutter Hände, durch meine Mutter Hände. Ich bin 10 Jahre gehe ich in die Schule zu den Kindern, vom Kindergarten, Maternell bis in das CM2, da sind sie so ungefähr 10 Jahre alt. Und sing mit diesen Kindern elsässisch, und zwar in 50 Schulen, zwischen Havenau und Wissenburg. Die Erde ist gar listig, die Erde ist gar listig. Die Farbenkörnchen mal ich fein, die sollen Festgewänder sein, für Töpfe und für Krüge, für Töpfe und für Krüge. Der Dialekt können sie nicht so orisch allein reden, aber sie wissen, dass der Papa redet und Mama und der Großvater, der redet aus Elsässische. Also kommen die Lieder ziemlich gut an bei den Kindern und sie singen sie auch gern und dann machen wir ab und zu Spektakel am Ende von der Schule, vom Schuljahr oder Weihnachtsfestle für all die Lieder oder wir gehen auch ins Altersheim und singen die Lieder. So glänzt auf jedem Tisch gut, bei Armen und bei Reichen. Bei Armen und bei Reichen. So übe ich in alter Treu der Väterhand Kunst immer neu, bis an mein selig Ende, bis an mein selig Ende. Und da habe ich eben 100 Lieder, wie sie dann schwasieren können, entweder die Kinder oder das Lehrpersonal, wie man dann schwasieren, zum Beispiel über den Wald, 10 Lieder über den Wald oder über die Hexen habe ich etwas gemacht, über die Bäume, über das Gemüse habe ich Lieder, über einen Hund wie abhaut, über Kotze wie schlafen. Ich bin des Töpfers jüngster Sohn, geformt aus meiner Väter Ton, durch meine Mutter Hände. Meine Mutter Hände.